Willkommen Reisende, heute schauen wir uns mal Wildcat Gun Machine an. Mal sehen, wie das so ist. Wollen wir mal starten. Gucken gleich, wie die Steuerung ist. In Einstellungen war nur die Musik einstellbar und das Bild. Also mit Maus machen wir die Richtung. Linke Maustaste schießen. Und WASD wieder steuern. Okay. Machen wir mal ein bisschen leiser. Oh, hier, Steuerung. Waffe wechseln, Mausrad sprinten, rechte Maustaste. Dann F, G, Tab. Okay. Da ist kein Loot drin. Also erstmal in die Mitte laufen. Also Skelette können wir looten. Gewährt ein extra Leben, um den Tod ein weiteres Mal von der Schippe zu springen. Beschleunigt die Bewegungen beim Gehen und Laufen. Haben wir das jetzt auch angelegt? Schaden. Sehr langsam. Normal. Ja, also der hier wäre schneller. Ah, können wir nicht kaufen, okay. Standardpistole. Gut. Spezialwaffen haben wir noch nicht. Hier ist gesperrt. Da auch. Wenn wir mal hier hochgehen. So. Gucken. Dann gehen wir hier hoch. Da ist noch ein Raum. Ah, jetzt haben wir ein bisschen Schild eingesammelt. Das hier ist dann, denke ich mal, Leben. Aber unsere Leiste ist noch voll. Genau, da standen ist einer gespawnt. So, da war ja nichts drin. Also, wir können jetzt... Okay. Also schwarz ist bestimmt noch gesperrt oder so. Also wenn wir einen nach vorne gehen und dann links ist wieder ein bisschen Schild, so wie es aussieht.
Oh, jetzt wurden wir einmal getroffen. Aber unten liegt Leben. Direkt eingesammelt. Also wir können auch rüberschießen. Das ist ja cool. Okay, also wir können hier über das Gitter rüberschießen. So, zwei Schilde und ein Skelett. Jetzt haben wir 65 Knochen. Waffe hat ja 200 gekostet. So, wo gehen wir am schlauesten lang? Also hier ist ein Portal. Direkt zwei weiter. Keiner. Ah, da können wir auch gar nicht rein. Okay. Dann gehen wir hier oben mal gucken. Ah, wir können die roten Kugeln auch abschießen. So, wo müssen wir jetzt lang? Aber wenig Skelett. Oh, hier ist noch ein Skelett. Wollte es gerade sagen, wenig Skelett auf dem Weg. Weil dauert ja dann ganz schön, um auf die nötigen Knochen scheinbar zu kommen. Okay, neue Waffe. Da geht jetzt aber die Munition runter. Nehmen wir lieber die hier. Ah, ist genau in so eine Kugel reingelaufen. Skelette. Ah. Unten steht noch ein großer. Ah gut, die schießt doch nicht so weit. Oh Gott, wir brauchen unbedingt Leben. Hier in der Ecke soll welches sein. Okay. Und hier oben soll Munition sein. Ah. Jetzt haben wir die wieder aufgeladen. So. Hier würden wir wieder runtergehen. Ah, scheinbar. Da sind einige Türen weiß und einige grau. Dann können wir durch die weißen wohl durchgehen und durch die grauen nicht. Dann können wir aber hier in dem Gang trotzdem gucken, ob da ein Skelett liegt. Nicht, okay. Hätte ja sein können. Dann gucken wir jetzt hier lang. Da oben scheinen welche zu stehen. So, weichen wir den einfach aus. Bisschen Rüstung. Hier ist wieder einer, da ist noch ein zweiter. Oh, ganz schön viele. Da ist wieder ein großer in der Ecke links oben.
scheiße. Also das mit den Kugeln ist ärgerlich. Ah, wir haben ja eine Wiederbelebung. Dann werden wir jetzt mal kurz die Waffe nehmen und schneller rumlaufen. Ich laufe aber auch in jede Kugel rein. So ein Dreck. Aber wir haben 207. Ah, die haben wir verloren. Okay. Spezialwaffe. Dann werden wir einfach. Oh, falsche Waffe. Uns ein paar Knochen holen. Nur so, dass wir die Waffe uns holen können. Und upgraden unsere Waffe. Und ich sollte probieren, nicht unbedingt in jede Kugel reinzulaufen. So, hier liegt nur Leben. Ah, da ist noch Rüstung oben. Und ein Skelett. Haben wir 162. Na, egal. Bisschen Rüstung gekostet. Aber die Superwaffe lädt sich sehr langsam auf. Wo schießen wir denn? So. Also links unten ist aussieht zweimal Rüstung. Dann holen wir uns die zuerst. 189 Knochen haben wir. Ah, das können wir, also den hier können wir nicht noch ein zweites Mal einsammeln. Also der ist, die fünf Knochen sind wohl geblieben. So, hier oben war Leben. Oder? Ja. So. Gucken, hier können wir lang gehen. 201. Das hat nie gekostet. 210. Von hier können wir das nicht nachgucken, oder?
Karte, Granate, Controller. Okay, also von hier können wir das nicht nachgucken. Aber kommt man da irgendwie schneller hin oder? Also es wären noch 1, 2, 3 Räume bis zum Portal. Ah, 4 sogar. Ja, dann machen wir den einen hier. Dann müssten wir ja 210 eventuell haben. Ah, voll reingelaufen. Es dauert auch ganz schön, bis die Kugeln sich auflösen, die roten. So. Jetzt kommen wieder ganz viele Knochen. Ach, wieder reingelaufen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Also jetzt haben wir wieder Knochen verloren. Oh, nee. Wir haben die Knochen noch. Ha. Also hier ist einmal Leben und einmal Munition. Dann probieren wir das mit. Muss man sehr sparsam mit der Munition umgehen. Und die hier scheint aber weiter zu schießen, die Waffe. So, wo kommen die nächsten da? Oh. Ja, oh, viele. So, den haben wir. Uiuiui, sieht aber schlecht aus. So, die Türen sind wieder offen, das heißt, wir können zurück zu diesem Kontrollpunkt gehen und uns eine Waffe holen. Und ein extra Leben vielleicht noch, je nachdem, was es kostet. Da konnten wir nochmal unser Leben auffüllen. So, hier lang war das, glaube ich. Also hier hätten wir auch noch Leben. So. Also die hier ist sehr langsam. Wie können wir das jetzt mit unserer vergleichen? Also die schnelle mit sehr viel Schaden kostet 400. Ein extra Leben 100. Und hiermit können wir uns also unser Tempo erhöhen. Oh, ganz schön teuer, ne? Erhöhtes Bewegungstempo. Ja, dann nehmen wir wohl erstmal das. Ah, das kann man noch upgraden, okay. Jetzt müssten wir ein bisschen schneller sein. Ja,
Eigentlich sollten wir mit rechts auch sprinten können, aber irgendwie war das kein Einfluss auf die Geschwindigkeit momentan. Vielleicht müssen wir es aber auch noch freischalten. Das müssen wir mal. Na gut, werden wir dann sehen. Rechts oben wäre noch Rüstung. Aber da waren die Laser, ne? Ja. Ja, das lassen wir mal lieber. Dann werden wir jetzt. Also hier links unten ist noch Rüstung. Und da wir gestorben sind, müsste die ja wieder da sein. Nur die Knochen können wir ja nicht einsammeln. So, jetzt haben wir Rüstung voll aufgeladen. Ach, hier ging es ja gar nicht lang. So, dann werden wir jetzt gucken, ob wir bis zu diesem Portal kommen. So. Rechts ist gar nichts und da kommen wir auch noch gar nicht hin. So. Drei Räume noch. Mal sehen. Wieder auf die Waffe hier ändern. Jetzt laufen wir hier hoch, holen uns den da. Jetzt den da. Oh. Genau in seinen Schuss reingelaufen. Hier ist Rüstung. Direkt wieder aufgefüllt. Oh, da unten ist scheinbar ein Boss. So, oben sind noch welche. Skelettköpfe. Müssen uns unbedingt ein bisschen Munition aufheben für den Boss da unten. So. Munition haben wir 34, okay. Und wir können sowieso nur hier runter. Oder der Totenkopf an der Tür war, weil die Tür gerade gesperrt war durch den Kampf. Das kann ja auch sein. Oh Gott, wir machen auch sehr wenig Schaden. Aber auch seltsam, dass in den Kisten keine Knochen oder irgendwas anderes ist. So, dass da einfach gar nichts drin ist. Ah. Läuft nicht so gut. Liegt hier noch was? Ne. Ein Raum, dann kommt's Portal. Ah, und unsere Fähigkeit ist gleich aufgeladen. Die ging mit G, ne? Granate ist G. Gun Machine ist F. Okay. Die werden wir uns aber lieber für den Boss aufheben. So. Skelettkopf. Noch eins.
Mist, da war noch ein Skelettkopf. Oh. Ah, der ist genau bei uns gespawnt. Ah, jetzt unsere blöde Waffe natürlich nicht mehr aufgeladen. In der Waffenkiste gestorben, das doch. Jetzt müssen wir da ernsthaft wieder hinlaufen, ne? Ja, die Tür ist noch gesperrt. Oh, das ist doch... Muss man da in einer Tour neu hinlaufen? Ach. Immerhin können wir die Rüstung wieder auffüllen bis dahin. Aber wir müssen vielleicht ein bisschen mehr mit der anderen Waffe spielen. Ah ja, super. Warum angefangen ins Skelett reingelaufen? Ist die Augenklappe. So. Ja, da sind wieder die Laserstrahlen. Das lassen wir lieber direkt. Also ich habe noch ein bisschen Probleme mit dem Zielen. Man muss die Maus genau drauf richten. Ah, oh, diese Kugeln. Hauptsache, der ist eben durch die Lava gelaufen. Nee, gar nicht wahr. Ist ja unterirdisch, also ja, Magma. So, hier direkt die nächsten. Warum explodieren die Fässer eigentlich, wenn ich nicht drauf schieße? Denk mal, wenn wir uns noch schneller später machen, wird das noch besser. Ein bisschen die Fässer mit benutzen. Die Waffe ist gut, aber verballern wir unsere ganze Munition. Echt, in die Richtung schießen ist super schwierig.
Oh nee, die Skelette. Jetzt die Waffe hier. Ah, jetzt können wir es vergleichen. Ist die jetzt ausgerüstet oder nicht? Warum steht hier Standardpistole? Angelegt, das Sorggeschütz. Was ist das da? Ja. Gut. Immerhin haben wir sie jetzt angelegt. Ist ja nicht schlimm, müssen wir halt ein paar Mal durch. Dann konnten wir uns jetzt immer die eine Waffe freischalten. Ein bisschen schneller sind wir schon. Müssen wir nur gucken, ob die... Also die macht ja ein klein bisschen mehr Schaden. Ob es jetzt besser läuft. Scheinbar explodieren die Schädel, wenn sie uns berühren. So, wo lang? Also oben ist wieder die Rüstung, hier lang und dann nach unten. Da gibt es zwei Rüstungen. Denn da drüben Leben und jetzt die Rüstung hier unten. So, dann wieder nach oben. Hey, warte, doch, ja, alles richtig, wir müssen hier wieder hin. Also die Skelette gehen jetzt einfacher. Na, vielleicht schaffen wir es ja bis in diesen Bossraum oder Portalraum oder was das ist. Also zumindest wird ja ein Portal angezeigt. Heißt ja nichts, aber... Wenn sie nicht im Bild sind, ist ganz schön schwer zu schätzen, wo sie stehen. Nein. Immerhin wissen wir jetzt ungefähr, wo sie schon auftauchen. Wenn man nicht jedes Mal wieder in die Schüsse reinläuft. So, hier haben wir Munition.
Ah, ist voll okay. Hier war ein bisschen Leben. Aber unsere hier diese orangene Leiste für die Hauptwaffe ist schneller gefüllt worden, glaube ich. So, hier oben wieder zwei. Rüstung. Schädel. Schädel. Da schießt wieder einer. Schädel. Hier unten schießt einer. Ich bin mir auch gar nicht sicher, können wir auf die roten Kugeln schießen oder nicht? Also scheinbar, solange die Minikarte nicht wieder auftaucht, gibt es noch Gegner. Wieder ein paar Schädel. Schön in Reihe. So, Minikarte ist da. Das heißt, wir können weiter. Also... mit der haben wir nicht geschossen. Gut, hier würde nämlich Munition liegen in dem Raum. Oh nein. Oh. Ah, also jetzt wäre mit F die Gun Machine bereit. Aber die heben wir uns für den Portalraum auf. Da es gut möglich ist, dass da ein Boss spawnt. Nein. Oh. Also wir müssen unbedingt zuerst die erledigen, die schießen können. Oh Gott. Oh, wir haben gar kein Leben verloren, okay. So. Jetzt hier nach unten. Also die Waffe ist schon gut, muss man sagen. Ach, Mist. Den einen Schuss bin ich natürlich voll reingelaufen wieder. Oh, warum spawnen die eigentlich immer da, wo ich stehe? Boah, ist ja mies. Boah, Alter, hauptsache die tauchen da auf, wo ich stehe. Scheiße. Ach, das war sehr ärgerlich. Ja gut, jetzt diese Hauptwaffe nicht bereit, aber auch egal. Also jetzt machen wir erst den da unten. Spawnen die ja gleich hier wieder. Oh nee. So, den einen haben wir. Den da auch. Jetzt stehen hier zwei mit diesen Schüssen. Uiuiui, ist ja richtig stressig. Gott, liegt hier Leben rum? Nur Rüstung. Oh Gott, das werden wir noch im Leben nicht schaffen. Habe ich damit geschossen? Nö. So. Wir sind gleich mausetot. Aber am einen Rüstung. Ha. Huh.
cool, wofür war denn jetzt der Schlüssel? Aha. Also jetzt kommen wir hier wieder zurück. Ah, scheinbar hier unten ist der Schlüssel, oder? Warte. Der hier, ne? Ah. Okay. Also das hier wurde jetzt freigeschaltet. Oh, okay. Das gibt uns direkt auf 3 Rüstungen hoch. Aber wozu ist der Schlüssel? Ja, wir sollten jetzt auf die hier sparen. Weil die schießt schneller. Und macht, glaube ich, mehr Schaden als... Ja. Anderthalb mehr Schaden. Ja, dann sparen wir mal auf die Waffe. So. Also hier unten der orangene Raum wurde freigeschaltet. Ah, hier oben jetzt auch, okay. Also mit dem Schlüssel kommen wir scheinbar jetzt in die orangenen Räume. Kommt man da am schnellsten hin? Hm, einfach hier lang laufen. Dann gibt es scheinbar ja noch einen grünen Schlüssel, wie das scheint, und einen blauen. Also vermute ich mal, es scheint dann gibt es 3 verschiedene Schlüssel. 4. 3. Und wenn wir jetzt mal gucken, den Bereich, den wir hier oben freigeschaltet. Na, hier war das nicht. Den neuen Bereich. War hier lang, oder? Also hier wäre noch mal Munition, aber die ist voll. Oh ja, mittendrin wieder gespawnt. Das ist ja mies. Scheiße. Machen wir das halt so. Jetzt müssen wir hier auch noch Slalom laufen. Hier ist ein Skelett. 5 Knochen wieder. So, was ist denn jetzt? Scheinbar ist hier sinnvoller. Oh, okay. Ah, das ändert unsere Zweitwaffe. Ich werde damit jetzt natürlich keinen Probeschuss machen, weil sonst haben wir ja einen weniger. Aber die war lila. Also lila ist ja eigentlich schon gut. Boah, hier liegen gut Skelette rum. So, wo gehen wir als... Ah, guck mal, also hier hätten wir einen Raum mehr, den wir nach Skeletten durchsuchen können, wenn wir hier lang gehen. Wir können aber natürlich erstmal einmal den Gang abgehen. Ob hier noch ein... ja, hier liegt nämlich noch ein Skelett. Liegt hier noch eins? Und dann gehen wir zurück in den anderen Raum. Ah, cool, wir kommen hier sowieso nicht lang. Aber gut, dass wir lang gegangen sind. Lang 2 Skelette. Weil wir 10 Knochen bekommen. Ah, 450 hat die gekostet, ne? Vielleicht reicht der Raum hier. So, wo kommen sie? Hier waren wir ja noch nie. Also ich höre einen. Ah, da oben. Oh, schon wieder einer mit so einem Multigeschoss. Oh, dieses Multigeschoss ist heftig.
Und dass sie ab und zu da spawnen, wo wir gerade stehen. Also wir standen bestimmt nur ungünstig, aber dennoch. Oh, wir können uns die Waffe holen. Rüstung brauchen wir nicht, Leben auch nicht. Wir gucken jetzt, ob hier ein Skelett noch liegt. In dem Gang. Nee, liegt nicht. Ja, dann holen wir uns lieber erst die Waffe. Nicht, dass wir gleich wieder drauf gehen. Hier lang. Und dann hier. Ja, das ist ein Slalom hier wieder. Weil dann haben wir gleich die Waffe mit dem meisten Schaden von denen, die freigeschaltet. Oh, scheiße. Habe ich ja voll vergessen. Oh Gott, wir standen noch da gar nicht zwischen. Direkt mal gucken, ob hier irgendwo auf dem Weg wieder Rüstung liegt. Oben war, glaube ich, welche, bevor wir in den Raum sind. Hier lang. So. Ja, dann holen wir uns jetzt. Weil mehr gibt es nicht. Die hier sind zu langsam, zu wenig Schaden. 67 heißt auch so. Elektronenbündler. Haben wir angelegt. Und das ist. Hä? Ah, okay. Jetzt können wir ihn vergleichen. Oh ja, das macht aber viel mehr Schaden. Oder? Sieht das nur so aus? Bis kurz zum Z von Kadenz. Und da bis kurz zum N. Ja, also macht mehr Schaden. Jetzt vergleichen wir mal die hier. Doppelflussgewehr? Und das Ding heißt. Primitive Schrotflinte. Ah. Die ist viel schneller. Und macht Doppelschuss. Macht dafür aber weniger Schaden. Ha. Streuprojektile. Doppelschuss. Schnell, normal. Und wir haben 200 Schuss, also. Anstatt 40. Rechts wurde ein Diskette eingeblendet. Eventuell haben wir gerade gespeichert. Oh, cool. Ah, jetzt brauche ich gar nicht mehr Einzelschuss machen, glaube ich, oder? Kann ich festhalten? Mhm. Das ist ja cool. Ich habe nämlich die linke Maustaste jedes Mal gedrückt zum Schießen. So, wir brauchen Rüstung. Hier oben haben wir Rüstung. Ja, den Bereich werden wir jetzt noch, denke ich mal, fertig erkunden hier oben. Es sollte noch. Ja, hier ist wieder ein Portal. Ah, da scheint ein Boss zu sein. Da liegt sehr viel Munition rum. Ja, immerhin hätten wir dann noch das zweite Portal. Müssen wir lang. Hier müssen wir lang. Ja, also zwei Portale. Weil wir uns doch noch. Oh nee, oh Gott. Diesmal bin ich nicht reingelaufen. Yay. Aber das Spiel macht wirklich Spaß. Für einige wird es vielleicht auch einfacher sein wegen der Steuerung oder so. Warte, hier ist auch Rüstung. Ah, der gibt aber direkt 3. Na gut, aber wenn wir sterben, liegt er ja hier wieder. So, da hinten die Tür war zu. Hier haben wir fertig. Rüstung und Leben brauchen wir gerade nicht. Dann gucken wir uns jetzt den Raum hier an. Wo sind die Gegner? Hä? Wir haben noch die Minikarte. Was ist denn jetzt kaputt? Also das ist ein sehr großes Heilungspaket. Da liegt Munition.
Ah, jetzt. Cool. Einfach draufhalten. Das ist ja geil. So, gucken. Wo sind welche? Da ist einer. Nein, 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 nein. Da schießt noch was. Da ist noch einer. Da oben schießt was. Einfach in die Richtung schießen. Oh, da. Oh, 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 was denn jetzt? Was denn jetzt los hier? Ah, gut, da hat der Kugel bin ich noch rausgewickelt. Nein, oh, Mist. Voll in einer reingelaufen wieder. Oh, die Waffe ist cool. Können ab und zu die Maus gedrückt halten zum Schießen. Also ich höre noch welche, aber wo sind sie? Oh. Da oben schießt was. So, der ist tot. Oh ja, oh Gott. Jetzt geht's aber ab hier. Und das ist nicht mal der Bossraum. Wir haben nur noch eine Rüstung. Lucky-Rüstung, ja, hier unten. Also wir wurden zweimal leider von so einer doofen Kugel getroffen. Leben und Munition. Mit dem Ding haben wir nicht geschossen. Leben ist voll. Dann können wir jetzt in diesem Portal... Oh, und diese... Waffe mit F, diese Gun Machine, ist auch freigeschaltet. Okay... Ah. Ist jetzt die Frage, gehen wir mit dem Portal zurück, holen uns das zweite Leben. Ha. Wir kommen ja dahin wieder zurück, ne? Oh ja, wir sind richtig. Cool. Jetzt haben wir vorsichtshalber noch... Sei vorsichtshalber, wir gehen bestimmt drauf. Noch ein Leben. Andere Waffe auswählen. Oh Gott. Ist echt ein Bossraum. Jetzt habe ich mal F gedrückt. Jo, wir machen ja mal gar keinen Schaden. Oh, auf jeden Fall müssen wir diese pinken Kugeln kaputt machen. Die spawnen ganz viel kleine. Die Kugeln sind gefährlicher als der Boss. Oh. Der spawnt aber auch arsch viele von diesen Kugeln. Okay. Wir haben ja gar keinen Schaden gemacht am Boss. Boah, ernsthaft, ich laufe doch da jetzt nicht wieder hoch. Ah, cool.
Also wir müssen auch gleich Munition einsammeln. Also keine Ahnung, gibt es bestimmt irgendwie einen Trick. Ja, also so viele Kugeln. Keine Ahnung, wie wir das jetzt machen wollen. Weil wir haben ja auch nichts anderes. 750 kriegen wir im Leben nicht zusammen. Die andere Waffe bringt es jetzt auch nicht wirklich. Und selbst mit dieser Gun Machine auf F, die wir auslösen konnten. Ja, der spawnt direkt diese Kugeln. Wie soll ich das denn machen? Ja, und die anderen hier können wir nicht mal kaputt schießen. Ja, jede Kugel zieht mir Leben ab. Ja, es sind... Ich kann doch nicht die ganze Zeit nur die Kugeln kaputt schießen. Keine Ahnung. Ah. Ich probiere jetzt die Waffe, die macht angeblich ja mehr Schaden. Und es sind so viele Kugeln, wir können gar nicht ausweichen. Ja, aber wenn der Schaden, der Boss einen berührt, macht er auch Schaden, auch geil. Keine Ahnung. Hä? Ah, jetzt. Also da gibt es bestimmt einen Trick. Weil wir haben auch gar keine Granaten oder so. Aber hier ist auch nichts im Raum. Ich hätte gedacht, vielleicht das in der Ecke da. Aber hier, die können wir, die kleinen können wir gar nicht kaputt schießen. Also das hier geht auch nicht kaputt. Und es bleibt ja nur auf den Boss und auf die Riesenkugeln zu schießen. Keine Ahnung. Echt keine Ahnung, wie wir das machen. Weil es ist auch nichts anderes. Langsam und übergroße Projektile. Das bringt es ja nicht wirklich jetzt. Das hier macht schon am meisten Schaden. Also, wir haben den Elektrobündler angelegt. Und das... Ja, wir probieren das jetzt mit der. Sonst wüsste ich es nicht. Was zum Henker? Wir müssen jetzt wieder... Oh nö.
okay. Wir müssen das bis nach oben jetzt komplett neu spielen. Gut. Da habe ich jetzt gar keinen Nerv drauf. Also es kann sein, dass wir vielleicht die Zweitwaffe nehmen müssen. Genug Munition würde ja rumliegen, theoretisch. In dem Raum. Hier oben. Und eventuell bekommen wir dann einen zweiten Schlüssel. Wir noch ein paar Wege freischalten. Kann ja gut sein. Auf jeden Fall, das Spiel macht gut Spaß. Kann man sich mal angucken. Und kann man auch empfehlen. Ist witzig gemacht. Die Grafik ist cool. Für einige ist es bestimmt leichter, für andere vielleicht auch ein bisschen problematisch, allem auszuweichen. Aber es macht sehr viel Spaß. Die Musik ist auch gut. Man kann hier bestimmt später noch viel mehr, also Sachen generell irgendwie freischalten. Irgendwie muss man ja auch zu diesen ganzen Knochen noch kommen. Also vielleicht ein Multiplikator oder sowas, dass man die schneller einsammelt. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Spiel auch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.